Ja, hallo, liebes Publikum, willkommen zu Tacheles Ausgabe Nummer 30 tatsächlich schon. Heute versuchen wir mal etwas Besonderes, nämlich wir versuchen hier sozusagen eine Corona-freie Zone zu erschaffen. Ein Thema, das uns mittlerweile allen aus den Ohren rauskommt und deswegen versuchen wir die Themen so zu wählen, so wenig wie möglich das C-Wort zu benutzen. Also, ich wünsche viel Spaß bei der Ausgabe Tacheles Nummer 30 mit Röper und Stein. Ja, bevor ich jetzt den Kollegen Röper gleich in die Sendung reinschalte, noch ein kleiner Hinweis. Auch in Russland ist das Problem mit den Friseuren weit fortgeschritten. Deswegen hat er sich jetzt gleich mal in Eigenbehandlung begeben. Und ich begrüße Private First Class Thomas Röper. Hallo. Thomas, ganz, ja. ganz ungewohnter Look, aber es steht dir. Es Corona. Macht dich. Es macht. Corona-Frisur. Du bist nicht der Einzige mit diesem Problem. Die Jungs bei uns haben auch schon gemeckert, dass sie jetzt endlich mal wieder die Frise machen wollen. Und vor allem stelle ich mir vor, die ganzen Frauen, die seit Wochen nicht mehr zum Friseur gingen. Auch bei mir zu Hause ist das langsam ein Thema bei allen Damen. Und also ich bin ja da froh, dass ich da ganz pflegeleicht bin. Das Einzige, was bei mir ist, ich muss einfach ein bisschen früher aufstehen, weil ich so viel Gesicht waschen muss in der Früh. Aber das ist sonst alles. Ne? Also, Thomas, ich sag Hallo nach St. Petersburg. Wir versuchen es, wie gerade schon erwähnt, mal heute so gut wie es geht, ohne dieses leidige Coronavirus anzugehen. Es passiert ja doch einiges auf der Welt, ganz werden wir es nicht schaffen. Aber nur ganz kurz, dass wir es auch abgearbeitet haben. Wie ist denn die Situation bei euch? Ich habe gerade gestern einen Bericht auf Deutsche Welle gesehen, wo gezeigt wurde, wie die Staus und Schlangen vor den U-Bahn-Stationen sich echt katastrophisch angefühlt haben, weil alle nach diesem ID-Code auf dem Handy kontrolliert werden. Wie ist denn da der Stand der Dinge momentan? Ja, das ist ja, ja, wie gesagt, also ich bin auch das Opfer von Corona. Ich wollte zum Friseur, dann haben sie die Dinger dicht gemacht und ich hätte die Wahl, Zöpfe flechten oder rasieren, habe ich rasiert. Nein, die Lage ist so, dass diese IDs bisher nur in Moskau eingeführt wurden, wo es ja am schlimmsten ist mit dem Corona. Und da haben sie jetzt eingeführt, dass man das Haus eben tatsächlich nur noch verlassen darf, ob im eigenen Auto oder im öffentlichen Verkehr oder im Taxi, wenn man eine Erlaubnis hat. Die kriegt man relativ problemlos online. Dann muss man die eben vorzeigen. Da gibt es jetzt die einen, die zur Arbeit müssen noch, die kriegen gleich für einen Monat und die anderen, wenn du einen Einkauf machen willst oder so, in den Supermarkt fahren, kriegst du zweimal in der Woche eine Erlaubnis. So, und ja, die Dinger werden jetzt kontrolliert. Ich habe die Schlangen nicht gesehen, weil es, wie gesagt, Moskau ist und nicht Petersburg. Hier wurde das noch nicht eingeführt, aber die Videos kenne ich und ja, muss man mal gucken, wie sie es regeln. Also es ist wohl so, ich habe in den Nachrichten gehört, dass die Kontrolle wohl dauert so 30 Sekunden bis eine Minute pro Person. Und wenn da 100 in die U-Bahn wollen und da zwei Polizisten stehen, dann wird das schwierig. Keine Ahnung, wie sich das dann einrenkt. Aber wie gesagt, ich kenne es aus eigenem Erleben nicht. Das ist 800 Kilometer von mir entfernt. Also im praktischen Alltag dann doch sehr, sehr schwer umzusetzen, das Ganze wahrscheinlich, ja. Ja, aber anscheinend ist die Rückmeldung so langsam. Ne? Die scannen den Code, anscheinend brauchen die online die ganze Zeit, um die Antwort zu kriegen, ob der jetzt echt ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Naja, also es wird sich zeigen. Wir wollen das Thema nicht weiter erörtern, aber es wird so ein bisschen weiter durchschimmern hier so. Und zwar möchte ich gleich mal auf einen Artikel gehen, den du geschrieben hast. Der ist vom 8. April in der heutigen Zeit, eigentlich schon in einer anderen Zeit schon wieder. Er heißt, nach Venezuela nun auch Iran. USA wollen IWF-Hilfen für den Kampf gegen Corona blockieren. Also das ist ja ein Thema, was in der letzten Zeit auch massiv für Kritik gesorgt hat, dass also Hilfeersuchen seitens des Irans an die internationale Gemeinschaft eigentlich mehr oder weniger ziemlich brüsk abgeschmettert worden sind, weil man sagt, nö, nö, also Hilfe gibt es nur für gute Menschen, schlechte Menschen vermeintlich kriegen keine Hilfe. Ist ja natürlich ein Unding, ja. Aber was ist denn das jetzt mit dem Vorgehen von den Amerikanern? Wie würdest du das einordnen? Ja gut, das Problem ist, ich meine, wir kennen ja die Amerikaner mit ihren Sanktionen. Das Problem ist einfach, dass die vermeintlich internationalen Organisationen wie Weltbank oder IWF von den Amis kontrolliert werden. Das heißt, die sind so eingerichtet, dass die Amerikaner da die das meiste Stimmrecht haben. Beim IWF, glaube ich, haben sie 16%. Wenn man dann noch die Staaten des Westens dazu rechnet, die ja in der Regel mit den Amerikanern zusammen abstimmen, also wie Vasallen, ganz treu, haben die Amerikaner problemlos über 50% der Stimmen gegen den Rest der Welt. So, und deshalb können sie im Grunde IWF und Weltbank nutzen,
als Instrumente, um ihre eigene Politik durchzudrücken. Das hat ja auch Brzezinski in seinem durchaus berühmten und guten Buch Die einzige Weltmacht schon, ich glaube, 98 geschrieben, dass ein Rezept für die Weltherrschaft der USA, ne, Global Dominance, Weltherrschaft, das ist, dass man internationale Organisationen gründet, für die die Entscheidungen aber in Washington getroffen werden. Also vermeintlich internationale Organisationen werden von den Amerikanern kontrolliert. Das haben wir beim IWF, das haben wir bei der Weltbank, das haben wir bei der NATO. Alles vermeintlich internationale freundliche Organisationen, aber die Entscheidungen werden in Washington gefällt und nicht in Berlin oder Paris oder gar gemeinsam. So, und das nutzen die Amerikaner jetzt, indem sie eben Länder, die sie nicht mögen, die Hilfe verweigern. Das erste war Venezuela. Die hatten beim IWF angefragt nach Hilfe wegen Corona und da hat der IWF geantwortet, man könne nicht helfen, weil es Fragen bezüglich der Legitimität der Regierung gäbe. Also wurde abgeschmettert. Und jetzt machen sie das Gleiche beim Iran. Das heißt, Länder, die die Hilfe brauchen, die ohnehin durch Sanktionen abgewürgt sind und denen es eh schlecht geht, werden jetzt noch einmal alleine gelassen von den USA. Und der Witz ist eben, die westlichen Medien haben da nicht viel dran zu kritisieren. Das finde ich immer wieder fantastisch, wie treu die deutschen Medien dabei sind, dass sie nicht sagen, das ist inhuman, das geht nicht. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Sanktionen fordern Menschenleben, weil bei den Sanktionen wird ja nicht nur die Wirtschaft sanktioniert, sondern die Amerikaner oder der Westen verbietet ja auch den Import von medizinischen Dingen, also Apparate, Medikamente und so weiter. Mhm. Das heißt, wir haben Menschen, die da in diesen Ländern sterben, weil der Westen ihnen medizinische Hilfe verweigert. So, das ist Völkermord im Grunde genommen. Ja. Und wir kennen das berühmte Video von der Albright, wo sie gefragt wurde, dass ob es angemessen wäre, dass im Irak unter Saddam 500.000 Kinder an den Folgen der US-Sanktionen gestorben wären. Sagt sie, ja, das wäre ganz angemessen gewesen, das wäre es wert gewesen. Das war den Preis wert, berühmtes Interview. Ja, genau. Ja. Mhm. Und das ist einfach für mich ein Skandal, wenn der Westen immer wieder nach Menschenrechten und weiß nicht was alles schreit. Und die Presse ganz vorweg, aber eben nicht für alle. Konkret geht es ja darum, dass der Iran einen 5-Milliarden-Kredit beim IWF beantragt hat, um eben mit dieser Pandemie umgehen zu können. Und die Begründung der USA, die finde ich ja wirklich abenteuerlich. Also ich zitiere mal aus deinem Artikel, nach Ansicht der USA verfügen die Iraner eben über genügend eigene Ressourcen. Deswegen braucht es auch nicht den IWF dazu. Die sollen doch gefälligst Gelder, die sie in die Rüstung stecken, in die quasi medizinische Versorgung ihrer eigenen Bevölkerung umleiten. Da wäre doch viel mehr davon, da wäre doch viel mehr Leuten genützt. Und vor allem dann auch so, die Begründung ist, denen das Geld zu geben, heißt ja auch hier, der Iran würde das Geld wahrscheinlich nicht verwenden, um das Virus zu bekämpfen, sondern um den Teilen seiner Wirtschaft zu helfen, der unter den US-Sanktionen leide, oder es einsetzen, um seine Verbündeten im Nahen Osten zu unterstützen. Also diese Erklärung ist wirklich so hanebüchen, wirklich mit dieser Argumentation zu sagen, nö, ihr Geld kriegt ihr von uns nicht, das könnt ihr vergessen, ja. Ja, vor allem ist das ja schön aus dem Grunde, ich meine, das erste Land, das mal mehr Geld aus der Rüstung in den sozialen Sektor umleiten sollte, sind ja die USA mit ihrem Rüstungshaushalt, ja, wenn man das mal ganz nebenbei noch nimmt. Ja, es ist einfach, die Begründungen sind immer hanebüchen. Also genauso bei Venezuela, wir finden, dass eure Regierung nicht legitim ist oder wir haben da Fragen und sind uns nicht sicher und deshalb geben wir kein Geld. Weg damit. Die denken sich immer irgendwelche schönen Worthülsen aus, aber am Ende sterben Menschen und das ist Politik des Westens. Meine Bauarbeiter nebendran machen sich bemerkbar. Falls es hier zu akustischen Störungen kommt, dann ist das aufgrund der nicht existenten Social Distancing Bestrebungen des deutschen Handwerks. Ja, mein Nachbar kriegt ein neues Dach. Ja, im Vorgespräch sagte, anscheinend funktioniert die Isolierung bei euch toll, wenn die Bauarbeiter bei dir vor der Tür arbeiten. Ja, die müssen halt auch irgendwie, die Wirtschaft muss ja irgendwie weitergehen. Gell, so. Ja. Also du hast aber gerade, lass uns beim Thema bleiben, die Allmachtspolitik der USA, also vielmehr der Schläger auf dem Schulhof war auch ein Beispiel, das ich irgendwann mal aufgeschnappt habe. Also sprich, derjenige, der 3 Jahre älter ist, weil er die dritte Klasse dreimal gemacht hat, der ist dann einfach der Stärkste auf dem Schulhof und der führt sich da auf und kann alle Kleinen mehr oder weniger unterdrücken. Und, ja, und viele Kleine schließen sich ihm an, weil sie denken, er beschützt sie. Und am Ende dominiert er die einen, die sich ihm anschließen, die gegen sind, die werden dann unterdrückt. Ja, das ist ein gutes Beispiel.
Ja, es passiert auch oft. Ich glaube, das kann man sich wirklich gut vor Augen führen, weil das ein Beispiel ist, das vielleicht der ein oder andere so in der Schule auch erlebt hat. Aber Alltag ist in deutschen Schulen oder in Schulen weltweit. Wir haben die Situation, dass das ja nicht nur mit dem mit Venezuela ist, was du gesagt hast, oder dem Iran, sondern es geht ja auch viel weiter hinaus bei den Ländern als auch mit den ganzen Finanztransaktionen. Die Frage konkret, glaubst du nicht, dass in so einer Situation langsam mehr Leute schnallen müssten, dass diese angebliche werteorientierte Politik der USA, die ja immer so quasi das Fähnchen der Demokratie vor sich hertragen, dass das alles nichts anderes ist wie eine riesengroße Luftnummer? Das muss doch der ein oder andere bei so einer Nachricht auch irgendwie mal ein bisschen hören, so, okay, die USA wollen nicht, dass die Iraner medizinische Geräte haben. Was war da der Grund nochmal? Das muss doch irgendwie bei den Leuten irgendwie ein bisschen zum Nachdenken führen, oder? Ja, in der Regel nicht. Es wird ja hübsch verpackt. Es werden ja dann von den Medien genau die Formulierung der USA aufgenommen, wo dann eben die iranische Seite gar nicht zu Wort kommt und dann die USA zitiert werden, die sagen, der Iran benutzt das dann, um seine Terrorfreunde zu finanzieren. Und dann sitzt der normale deutsche Tagesschau-Benutzer, sagt dann, ja, ach ja, Terror ist scheiße, Nahe Osten, Terror, Islamisten sowieso alle doof, Böser bloß kein Iran. Geld. Böser Naja, Iran. bloß kein Geld. Am besten Mauer drum Ja. bauen und machen, ne? Das ist ja, die Leute sind ja konditioniert und die Medien sind ja gut da drin, in solchen Artikeln, denen sie berichten, entsprechend mit nötigen Adjektiven den Iran in die falsche Ecke zu stellen und eben nicht darauf hinzuweisen, dass dort Menschen sterben aufgrund der Sanktionen und aufgrund der Verweigerung von Hilfen. Das, ja, ich meine, das beobachte ich jeden Tag und ich schreibe ja immer wieder darüber, wenn ich solche Artikel mal seziere, wo ich dann aufzeige, wie sie es machen, indem sie eben, ne, wo es nötig ist, die Worte angeblich einbauen oder mutmaßlich oder nach Angaben des Regimes. Ja, so, und dann hast du die Leute entsprechend konditioniert. Das sind ja Formulierungen, mit denen du die Leute beeinflusst. Und das machen die Medien. Also, ne, Journalismus heißt es ja, man soll Kommentar und Nachricht trennen. Das ist schwer, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber die deutschen Medien können das gar nicht. Also selbst in einer Nachricht, der Iran bekommt keine Hilfe, wird dann eben mit solchen aus. Also mit solchen Formulierungen, die in einen Kommentar gehören, nach dem, ne, Motto, nach Angaben des Regimes wird der Mensch manipuliert. Da wird dann nicht gesagt, die iranische Regierung bestreitet das, und weist darauf hin, dass bei ihr so und so viele Menschen, ne, in Lebensgefahr sind. Das kommt nicht, sondern nach Angaben des Regimes und so weiter. Also das sind so Sachen, die Beeinflussung läuft unterbewusst. Wir hatten das ja auch in dem Interview auf Mallorca gehabt, wo wir in Spanien die Interviews gemacht haben, wo ich dann gesagt habe, ne, selbst derjenige, der eigentlich wirklich kritisch ist, für den klingt der Name Obama positiv und der Name Trump negativ, weil es wird immer formuliert wie, ne, Obama hört lächelnd und aufmerksam zu, während Trump grummelnd ne, und so weiter. So, also diese Dinge funktionieren. Diese Dinge funktionieren, diese Konditionierung funktioniert und man muss wirklich mit bewussten Willensanstrengungen immer wieder diese Dinge dann oder die Artikel lesen, um diese Dinge zu erkennen, die uns unterbewusst beeinflussen. Lückenpresse passt auch ganz gut. Ist auch eins meiner Lieblingsworte Ja, geworden. Lückenpresse, ich sage es ja immer wieder, das ist viel schlimmer, weil wenn die Presse lügt, dann kann ja jemand überprüfen und feststellen, die lügen. Aber wenn jemand etwas nicht weiß, weil die Presse nicht berichtet, dann kann das gar nicht merken. Also Lückenpresse ist das viel Schlimmere als Lügenpresse. Lügenpresse ist noch relativ harmlos. Wie passt denn dann in diese Politik der Amerikaner folgende Meldung hinein? Nach fast 2 Jahren endlich erstes Geschäft zwischen der EU und dem Iran über Instex abgerechnet. Also sprich, es gibt dann doch Versuche, den Iran nicht komplett zu isolieren. Wie ist denn da der aktuellste Stand der Entwicklungen? Wird das jetzt endlich gelockert oder ist es für den Iran endlich das Instrument, um dann doch eben international wieder mit Devisen versorgt zu werden? Überhaupt nicht. Das Ganze ist so wieder eine Geschichte ein Stück zurück. Es geht um das Atomabkommen. Bei dem Atomabkommen wurde ja gesagt, der Iran stellt seine Anreicherung ein, lässt Experten ins Land, die ihn überprüfen und kontrollieren, und im Gegenzug werden die Sanktionen aufgehoben. Das heißt, jede Seite hat einen Teil, hat Verpflichtungen übernommen. So, die USA haben das Abkommen gebrochen. Es gibt keine Ausstiegsklausel. Also wenn die deutschen Medien, das sind wieder so, ne, Formulierungen, die USA sind aus dem Abkommen ausgestiegen. Nein, sie haben es gebrochen. Es gibt keine Ausstiegsklausel. So, und nun war die Zwickmühle folgende. Die Europäer waren eigentlich nicht so begeistert, aber sie folgen den USA am Ende trotzdem. Und nun haben die Europäer gesagt, okay,
wir lassen den Handel irgendwie weiterlaufen. Die Banken können zwar keinen Zahlungsverkehr machen, weil die Banken haben ja Angst vor US-Sanktionen. Da hätten sie ja auch sagen können, ne, dass sie ihre Banken ihrerseits selber zwingen, den aufrechtzuerhalten, haben sie nicht getan. Sie hätten auch den Zahlungsverkehr über die EZB laufen lassen können, haben sie auch nicht getan, hatten sie auch Angst. So, und dann haben sie sich Instex ausgedacht. Instex ist im Grunde eine Tauschbörse. Das heißt, da wird so ein bisschen verrechnet, der Iran exportiert irgendwas, irgendwie Europa importiert was in den Iran und dann wird so verrechnet und dann kriegen im Iran das Geld, die Europäer in Europa, aber Geld hin und her fließt nicht. So, das ist also eine reine Tauschbörse. Und die kann natürlich nicht funktionieren, weil Handel ist nie 100% ausgeglichen, das ist das eine. Und das zweite ist, dass die ganze Sache auch so noch wohl wahnsinnig kompliziert ist. Sie haben jetzt 2 Jahre gebraucht, damit überhaupt mal der erste Deal über Instex abgewickelt werden kann. So, und nun muss man wissen, woran liegt das, Thomas, woran liegt es, dass sich das zeitlich so hinausgezogen hat? Ist das auch wieder aufgrund des Widerstands der Amerikaner gewesen oder waren die Instrumente einfach so kompliziert, bis man das umsetzen konnte? Na, also kompliziert ist es sicher auch, aber es war auch Widerstand. Also diese ganze Instex-Gründung war unglaublich kompliziert, weil das ging schon damit los, dass kein EU-Land Instex überhaupt bei sich beherbergen wollte. Ja, die hatten alle Angst vor den USA. Das heißt, es war schon ein Problem, überhaupt ein Büro zu finden in einem EU-Land, das sagt, ihr könnt dann bei uns. Jetzt, ich glaube, jetzt sitzen sie in Frankreich am Ende. Das war schon mal kompliziert. Und dann ist es eben so, dass die EU, wir dürfen das nicht vergessen, die EU ist auch vertragsbrüchig im Atomabkommen, weil die EU sich verpflichtet hat, den Handel zu ermöglichen und keine Hindernisse da aufzubauen. Das heißt, in dem Moment, wo es keinen Zahlungsverkehr gibt, bricht die EU das Atomabkommen mit dem Iran. Und der Iran hat sehr lange abgewartet, bis er dann angefangen hat, auch Schritte zu unternehmen. Über ein Jahr hat er abgewartet, auch Schritte zu unternehmen, sowie eine gewisse Anreicherung von Uran, die er eigentlich nicht machen darf. Aber, das verlinke ich immer wieder, in Artikel 26 des Abkommens steht ausdrücklich drin, dass der Iran, wenn ungerechtfertigte Sanktionen gegen ihn verhängt werden, und das ist von den USA gemacht worden, das Recht hat, seine Verpflichtung nicht mehr zu erfüllen. Also wenn der Iran jetzt seine Verpflichtung des Atomabkommens bricht, dann ist das kein Vertragsbruch, weil er das darf, wenn ungerechtfertigte Sanktionen verhängt werden. Ja, das sind so alles diese kleinen Feinheiten in so einem Spiel. So, und wie kompliziert Instex ist, das können wir auch daran erkennen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Mann hieß. Es sollte zunächst der Leiter von Instex ein deutscher Diplomat sein. Der hat bei KenFM ein sehr spannendes Interview über den Iran gegeben. Ich habe den Namen nicht mehr im Kopf. Ja, ja. Der gute Mann, ein ausgewiesener, guter Diplomat, älterer Herr, also mit viel Dienst auf dem Buckel, viele Dienstjahre, ausgesprochen erfahren im Nahen Osten, kann auch die Sprachen da. Ein guter Mann, sehr interessantes Interview bei KenFM. Und nach dem Interview bei KenFM wurde er abgeräumt, durfte er den Posten nicht mehr machen. Also, Shitstorm. Shitstorm, der wurde sofort von der deutschen Regierung abserviert. Also, ne, du darfst. Kann aber auch zu KenFM gehen. Das ist ja wirklich, ein radikales Portal. Das wäre genauso wie bei Nuvis oder die mit den Schmuddelkindern will ja niemand spielen, weißt du so, ja. Ja, das ist so viel zum Thema Meinungsfreiheit in Deutschland. Ja. Wenn du die falschen Leute bist, gilt die Meinungsfreiheit nicht. Mhm. Wirst du auch schon mal gekündigt. Das ist eben so. Also, aber wie gesagt, das macht diese Instex-Sache so kompliziert. Und das hat jetzt eben wirklich 2 Jahre gedauert, über 2 Jahre, bis jetzt der erste ein kleiner Deal mal abgewickelt wurde. Interessanterweise ging es um die Lieferung von medizinischem Equipment. Mhm. So. Gut, also so viel zu Instex. Was denkst du, wie sich das entwickelt? Also das Instrument funktioniert, es ist installiert worden, das scheint soweit auch zu funktionieren. Funktioniert nicht, ein Deal ist doch kein Funktionieren. Ja, also vom Ablauf her, also man hat diesen Testlauf gemacht, mehr oder weniger, aber mal angenommen, die Amis würden jetzt den Druck leicht lösen, also sprich etwas Gas wegnehmen von dieser ganzen Sanktionspolitik. Könnte sich das dann doch als durchaus praktikabel erweisen? Nein, das hat damit nichts zu tun. Das Problem ist, du gehst ja auch nicht im Supermarkt einkaufen nach dem Motto, ich nehme jetzt die Wurst mit und ihr könnt dann umsonst den Nuoviso Premium-Kanal angucken. Tauschgeschäfte sind nicht. Ja, es sind Tauschgeschäfte und das muss ein Zahlungsverkehr her. Das heißt, solange es keinen echten Zahlungsverkehr gibt, sprich ich kann Geld hin und her überweisen, ist die Sache eine Luftnummer. Da kann man so ein paar Sachen mal abwickeln, aber mehr auch nicht. Also von daher, das ist, Instex ist keine Lösung. Das ist das Feigenblatt für die EU, damit die Presse sagen kann, und das ist ja das Schöne, du hörst ja in keinem deutschen Mainstream-Medium
dass die EU vertragsbrüchig ist. Das wird ja nicht mal erwähnt. Es wird wieder hingestellt, das Regime im Iran wirft der EU Vertragsbruch vor. Mhm. So steht es dann drin. Ja, wer glaubt schon den Iraner? Ich habe in deinem Artikel gerade noch die Stelle gefunden. Pass auf, ich blende das kurz mal ein. Ich lese es vor, dass du es auch siehst. Und zwar geht es darum, ja quasi, man muss die Qualität, Dynamik konsequent verbessern. Zitat, aus unserer Sicht ist es für die Wirksamkeit dieses Mechanismus unerlässlich, darüber nun auch Waren zu handeln, die unter die amerikanischen Sanktionen fallen und die Ausweitung des Mechanismus auf Länder, die nicht Mitglieder der Europäischen Union, aber wichtige Handelspartner des Iran sind. Also sprich, das ist ja eine Übersetzung des russischen Fernsehens, dass da also auf russischer Seite Stimmen laut werden, die natürlich sagen, wir müssen jetzt diese Sanktionen anders damit umgehen, wir müssen Handel treiben einfach, ja. Ja, gut, also zunächst einmal ist es so, wie gesagt, solange die USA die Sanktionen nicht locken und Zahlungsverkehr richtiger kommt, funktioniert da sowieso nichts. Die ganzen Forderungen, was man jetzt über Instex handeln kann, sind also relativ sinnlos, weil es wird nicht wirklich funktionieren. Mit Russland kann der Iran abrechnen. Also das Problem ist ja, der Iran ist auch von SWIFT abgeschnitten, soweit ich weiß. Das heißt, also internationale Überweisungen gehen gar nicht. Und weil die Russen aufgrund der Sanktionen auch mal Angst hatten, dass ihnen das passiert, haben die Russen längst ein eigenes Zahlungssystem, eine SWIFT-Alternative etabliert, die sie zum Beispiel auch mit den Chinesen nutzen und auch mit dem Iran. Also wer will, kann mit dem Iran Handel treiben. Es muss nur über das russische Zahlungssystem laufen. Ginge alles, wenn man denn wollte. Also von daher, das ist alles eine Luftnummer. Wie gesagt, die EU versteckt sich dahinter und sagt, wir kämpfen ja für das Abkommen, damit die Medien was zu berichten haben. Die EU ist ja ganz unschuldig an dem ganzen Desaster. Es sind ja die Amerikaner, die einseitig ausgestiegen sind. Da steht auch nie was vom Vertragsbruch. Das ist im Grunde eine Propagandamaßnahme. Und der Iran ist ja nun auch nicht, die Meldungen aus dem Iran sind ja nicht so, dass der Iran jetzt zufrieden ist, weil da mal eine Abwicklung funktioniert hat. Also es ist ein Feigenblatt für die Medien, es ist ein Propagandainstrument im Grunde. Nach dem Motto, guck mal, wir tun ja was. Ja, klar. Da wir schon da unten sind, regional oder geografisch, würde ich doch gerne mal auf einen Punkt kommen. OPEC Plus und G20, Moment, ich blende ihn kurz ein. OPEC Plus und G20 einigen sich auf massive Reduzierung der Ölförderung. Warum das Abkommen revolutionär ist, steht da in einem Text. Und in den letzten Wochen ist es ja so für uns deutsche Autofahrer, wenn wir an den Tankstellen vorbeifahren, bringt uns das jetzt nicht unbedingt in Rage in diesen Zeiten, sondern eher im Gegenteil, dass die Leute sagen, ach, zahle ich ein paar Euro weniger, ist jetzt nicht schlecht, wenn nicht so das große Geld sprudelt sonst. Wie hängt das alles zusammen? Also ganz ehrlich, ich bin bei diesen ganzen Ölgeschäften und bei diesen ganzen Absprachen zwischen OPEC und USA und Saudi-Arabien immer irgendwie, da denke ich mir, was geht denn da eigentlich ab, was läuft denn da? Hilf uns doch mal da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, wer, warum, welche Politik jetzt gerade so am Start hat. Das ist nicht so kompliziert. Im Grunde gibt es bei der Geschichte... Das heißt, auch ich kann es verstehen, oder? Ja, sogar du. Nein, es ist einfach, es ist wie alles. Also ich meine, als ich angefangen habe mit meiner Arbeit als Journalist, habe ich von Syrien keine Ahnung gehabt. Inzwischen kenne ich mich da gut aus. Mhm. Wie jedes Thema, ein bisschen reinlesen und dann ist es nicht weiter schwierig. Und das gilt auch für die Ölgeschichten. Es gibt im Grunde drei wirklich interessierte Parteien und drei, die Märkte am meisten beeinflussen. Russland, Saudi-Arabien, USA. So, Russland und Saudi-Arabien traditionell ja schon immer. Und die USA sind ja in den letzten 10 Jahren durch Fracking oder 20 Jahren durch Fracking zum größten Ölproduzenten, nicht Exporteur, Produzenten geworden. Und dadurch sind die auch ein Player. Und da ist dann Folgendes passiert. Die USA haben eben mit ihrem Fracking-Öl im Grunde den eigenen Markt geflutet. Also das heißt, sie haben die anderen Länder rausgedrängt. Die Saudis, die früher die USA beliefert haben, haben die USA als Kunden verloren im Grunde. Und das machte den Ölpreis dann sehr unkalkulierbar. So, und nun hatten Russland und Saudi-Arabien, haben ja beide ein Interesse, weil sie zu einem sehr großen Teil von diesen Einnahmen abhängen, Saudi-Arabien mehr als Russland, ein Interesse an stabilen Preisen, damit sie planen können. So, und so hat sich Russland der OPEC angeschlossen als OPEC Plus, so nennt sich der Verein dann, mit Russland zusammen. Und die haben über Jahre die Preise stabil gehalten auf einem, ja, hohen, aber nicht exorbitanten Niveau, sprich, die waren immer so irgendwo zwischen 60 und 100 Dollar. Da standen so die Ölpreise in den letzten Jahren.
Und damit waren alle glücklich. Und zwar wieder alle drei Länder einzeln anschauen. Die Russen haben 2014, als die ganze Ukraine- und Krim-Geschichte war, da ist ja auch der Ölpreis zusammengebrochen, kurzzeitig Ende des Jahres 2014. Und da haben die Russen enorme Probleme gekriegt, weil sie damals mit dem Ölpreis von, weiß ich, 70, 80 Euro, Dollar ihren Haushalt geplant haben. Und da haben die Russen ganz schnell umgedacht und haben ab so planen, seitdem ihren Haushalt mit, ich glaube, 43 Dollar Ölpreis. Ja, ja, viel niedriger. Ja, viel niedriger. Ja, also ja, eine schöne Reserve. So, das heißt also, ein Ölpreisverfall schockt die Russen jetzt nicht ganz so sehr. Solange er im Jahresdurchschnitt bei etwas über 40 Dollar bleibt, ist nichts passiert. Die Saudis brauchen, um die ganzen sozialen Wohltaten und die riesen Militär, die haben ja, ich glaube, was war es, zweitgrößten, drittgrößten Militärhaushalt der Welt, dieser komische Wüstenstaat. Und die 8000 Prinzen. Und 8000 Prinzen. Ja, die müssen alle finanziert werden. Und all die Menschen, die im Grunde nicht wirklich arbeiten müssen da, aber alimentiert werden, es ist teuer. Das heißt, die Saudis brauchen, um keine Schulden zu machen, um ihren ganzen Krempel zu bezahlen, 80 Dollar Ölpreis. So, dann haben wir noch die USA. Fracking ist teuer. Das Fracking-Öl ist erst ab 50 Dollar Ölpreis rentabel. Wenn der Ölpreis unter 50 Dollar liegt, machen die ganzen Fracking-Ölproduzenten Verluste. Was ist da der Hintergrund? Warum ist diese Ölgewinnung so teuer? Ist das hängt das mit dem Verfahren zusammen, wie das aus dem Gestein... Ja, das Verfahren ist es. Eine Sache, ob ich ein Loch in den Boden bohre und das Öl kommt rausgeschossen, oder ob ich mit riesigem Aufwand und teuren Chemikalien das alles in irgendwelche Schiefergesteine pressen muss, damit dann das Öl rausgequetscht wird. Plus dann später noch der Transport als Flüssiggas und so weiter, wenn man das Gas nimmt. Also es ist ein sehr teures Verfahren. Plus und die massiven Umweltschädigungen, die gar nicht eingepreist sind. Ja. Die sind noch gar nicht drin. Ja. So, das heißt also, auch die USA brauchen einen Ölpreis von über 50 Dollar. Also im Grunde haben sie alle das gleiche Interesse. Sie hätten gerne einen hohen Ölpreis. Und nun ist in den letzten Jahren Folgendes passiert. Die USA haben immer gesagt, wir können keine Absprachen mit dem Ölpreis mitmachen, weil wir haben ja Antimonopolgesetze, das geht gar nicht. Und die USA haben sich also immer verweigert bei Absprachen. Das heißt, die OPEC Plus hat immer schön Absprachen getroffen und auch ihre Ölproduktion dann immer mal gesenkt, damit der Ölpreis da bleibt, wo er ist. Die USA haben fleißig produziert. Das fanden vor allem die Saudis überhaupt nicht witzig, weil sie den US-Markt verloren haben. Das ist ja ein Riesenmarkt und da waren die Saudis früher marktbeherrschend. Die sind da rausgeflogen. So, und nun passiert Folgendes. Wie gesagt, die Sendung kommt nicht ganz ohne Corona aus. Nun passiert Folgendes. Corona kommt, die Ölnachfrage bricht ein. Und Anfang März setzt sich OPEC Plus zusammen und da wollten die Saudis dann ganz schnell reagieren mit großen Förderstopps zunächst und die Russen haben gesagt, nun mal keine Hektik, ne, nicht so panisch, lass uns da mal in Ruhe beobachten, wir müssen ja nicht gleich radikal werden. Und dann konnte man sich nicht einigen. Und dann gab es den sogenannten Schwarzen Montag Anfang März, war das der 7. oder 9. März, weiß ich nicht mehr. Da sind dann die Ölpreise eingebrochen, die Börsen eingebrochen, da ging es richtig in den Keller, da ist der Ölpreis von über 50 auf unter 30 Dollar gefallen. Und zwar deshalb, weil die Saudis, nachdem es keine Einigung gab, gesagt haben, dann fluten wir die Märkte. Und haben die Saudis auf Rekordniveau ihre Förderung erhöht und sogar noch Rabatte gegeben auf ihr Öl. Das heißt, Preise gingen in den Keller. Und nun kann man, wie gesagt, lange diskutieren. Die deutschen Medien haben es auch so dargestellt, Ölpreiskrieg zwischen Russland und Saudi-Arabien haben die USA völlig ausgeblendet. Dabei haben die USA Riesenprobleme. Fracking ist teuer, die Fracking-Industrie ist überschuldet, sowieso, die hat ohnehin schon Probleme. Weil die Fracking-Felder, die geben nicht lange Öl. Du musst immer wieder neue Felder erschließen, das kostet dir wieder Geld und so weiter. Die sind alle hochverschuldet. So, und nun passiert es, dass sie ihr Öl mit Verlust verkaufen müssen, weil es eben nicht mehr über 50, sondern unter 30 Dollar kostet. Das heißt, die Fracking-Industrie in den USA stand mit dem Rücken zur Wand. Meine Interpretation, und das habe ich auch bei anderen Analysten gelesen, ist, dass die Saudis letztendlich diese Situation genutzt haben, um die Fracking-Industrie in den USA anzuschießen, um wieder da in den Markt zu kommen. Es gibt sogar Berichte, dass die Saudis versucht haben, in der Situation Fracking-Firmen zu kaufen, die vor dem Bankrott standen. Hat das geklappt? Die wollen den Fuß wieder in den Markt bekommen. So, wie es sei, auf jeden Fall, der niedrige Ölpreis hat keinem gefallen. Also es fand keiner der Produzenten lustig. Und auch die Länder, die das Öl kaufen, auch nicht wirklich, weil... es war zu viel Öl auf dem Markt, die wussten nicht wohin. Du kannst nicht überall lagern. Es gibt inzwischen Tanker, die drehen auf dem Meer ihre Kreise, weil sie Öl irgendwo loswerden. Die Speicher sind voll. Ist wirklich so. Es gibt Tanker, die stehen irgendwo, die hängen irgendwo auf Rede, also nicht am Hafen, sondern vor dem Hafen und voll mit Öl und warten da, dass sie vielleicht mal irgendwann auch mal was loswerden. Also werden im Grunde als Speicher benutzt. So, nun mussten sie sich einigen und nun gab es eine Einigung. Und das Revolutionäre an der Einigung ist, dass sich die USA verpflichtet haben, auch ihre Fördermengen
zu kontrollieren. Plötzlich geht's. Ja, also all die Jahre ging es nicht, weil die USA Antimonopolgesetze haben, und plötzlich geht es doch. Und da hat Mexiko noch eine wichtige Rolle gespielt mit, weil Mexiko auch nochmal von den USA explizit gefordert hat, Mexiko sollte um 400.000 Barrel reduzieren für die OPEC-Plus-Einigung. Mexiko war nur zu 100.000 Barrel bereit, also pro Tag. Mhm. Und hat dann gefordert, dass die USA die 300.000 Differenz übernehmen. Haben die USA gemacht, 250.000 haben sie übernommen. Ist jetzt nicht viel, aber ist sehr symbolisch. Das heißt also, sogar Mexiko konnte auf die USA Druck ausüben, weil, ja, ne, es ist Wahl. Trump braucht, kann es nicht brauchen, dass Mexiko die Hispanos aufhetzt gegen Trump. Da ist ganz viel im Spiel. Also, da sind noch einige Spielchen da auch zwischen Mexiko und den USA im Spiel. Also auf jeden Fall, das Revolutionäre ist, die USA haben sich erstmals an so einem Abkommen beteiligt und senken auch ihre Förderung. Und nur gemeinsam können jetzt OPEC mit Russland und USA tatsächlich den Ölpreis oder die Ölförderung reduzieren. Beschlossen wurde eine weltweite Förderung, Senkung der Förderung um 10 Millionen Barrel pro Tag. Jetzt erstmal für ein, zwei Monate. Da muss man wissen, die Förderung, ne, wer Daniele Gansers Vorträge gelesen hat, 96 Millionen Barrel brauchen wir jeden Tag. 6 Millionen Barrel, so. Und jetzt haben sie 10 Millionen gesenkt. Und es ist auch vereinbart, noch einmal danach im Spätsommer nochmal um 8 Millionen Barrel täglich und im Dezember nochmal um 6 Millionen Barrel zu senken. Also wir reden am Ende um eine Senkung der Ölproduktion von über 20%. Und das ist eine Hausnummer. Ja. Das hat natürlich dann wieder Auswirkungen wie so eine Dominokette auf andere Systeme und. Also wie glaubst du, wie er sich entwickeln wird, längerfristig? Wird es jetzt nach dieser Krise dann wieder plötzlich in die Höhe schießen? Ich denke nicht so bald. Also ich meine, diese ganze Änderung, diese ganzen Vereinbarungen haben ja nicht viel gebracht. Also der Ölpreis ist ja nicht wirklich gestiegen. Der war zwischendurch mal unter 20 Dollar. Ich glaube, jetzt steht er bei etwa 30. Also so richtig auf Höhe haben sie ihn nicht gekriegt. Ja, ich meine, das Problem ist, Corona hin oder her, wir werden nach dieser Geschichte eine Rezession haben. Eine weltweite. Das ist inzwischen, bestreitet kein Mensch. Es wird eine Rezession geben, die mindestens so schlimm ist wie 2008. Eher schlimmer. Rezession heißt, es wird weniger Öl gefördert und gebraucht, es gibt weniger Produktion, es gibt weniger Verkehr, Flugverkehr, Autoverkehr und so weiter. Das heißt, die Ölnachfrage wird niedriger sein als vorher. Mhm. So, und da muss man abwarten, wie viel niedriger. Und wenn man das irgendwann weiß, ja, dann können sich die ölproduzierenden Staaten darauf festlegen, nur so viel Öl zu produzieren, dass sie trotz dieser niedrigen Nachfrage wieder auf 50, 60 Dollar Ölpreis kommen. Mhm. Aber im Augenblick ist das, wie gesagt, die Speicher sind voll. Kurzfristig wird das wahrscheinlich nicht viel bewegen. Vielleicht sehen wir auch noch eine weitere Senkung der Förderung jetzt über das Abkommen hinaus. Keine Ahnung. Muss man abwarten. Du sagst ja, Saudi-Arabien ist einer der größten Player in diesem ganzen Ölschach, was auf dieser Welt gespielt wird. Der Preiskrieg mit den USA und die ganzen Verhandlungen, wo wir jetzt gesprochen haben, das ist ja nicht die einzige Baustelle, die Saudi-Arabien momentan mit sich herumträgt, sondern da gibt es noch einen anderen Schauplatz und sozusagen auch einen Kriegsschauplatz, in dem Saudi-Arabien seit 2013, glaube ich, drin hängt. 15 oder 13, bin jetzt, ich glaube 15. Aber 15 war es, ja. 13, es war nach der Ukraine, stimmt. 14 war Ukraine, ja. Und dann kam ein Jahr später kam der Krieg mit dem Jemen. Also auch da ein Artikel von dir, unbezahlbarer Krieg, warum Saudi-Arabien einen Weg sucht, den Jemen zu verlassen. Hat sich Mohammed bin Salman, der quasi de facto Leader oder Staatslenker in Saudi-Arabien, hat der sich da mächtig verzockt mit dieser ganzen Kriegspolitik und geht ihm jetzt langsam das Geld aus? Was meinst du? Also verzockt hat er sich ganz sicher. Ich muss jetzt dazu sagen, der Artikel ist nicht von mir, den habe ich in Russland gefunden, von einem Analysten. Ich hatte mich gefragt, ja, also der Jemenkrieg ist ja etwas, was in den Medien in Deutschland keine Rolle spielt. Also das ist ja wieder so, ne? Lückenpresse findet nicht statt, obwohl das wirklich ein schlimmer Krieg ist mit unglaublich vielen zivilen Toten, weil die Saudis also alles wegbocken, was geht. Aber es gab eine gute Erklärung vom Herrn Kleber im Heute-Journal, der hat nämlich während der Olympiade erklärt, 2016 in Rio, dass eben so viel andere wichtige Dinge auf der Welt passieren, deswegen einfach gar nicht so viel Platz wäre für den Krieg im Jemen. Also sprich, das hat er erzählt, während 3 Wochen lang Volleyball, Gymnastik und Schwimmen und Gedöns war. Verstehst du? Ja. Dann muss ich sagen, dann hat er jetzt ja genug Zeit, weil ich stelle gerade fest, wenn ich die internationalen Nachrichtenagenturen durchlese, das mache ich jeden Tag. Sport ist nicht, ne? Ja, also
Früher habe ich Stunden gebraucht am Tag für alle Meldungen. Da gab es alle 10 Minuten eine Meldung, internationale Politik. Heute gibt es noch so 1 bis 2 pro Stunde. Also eigentlich hätte Herr Kleber jetzt viel Zeit, über jeden zu reden. Wenn er denn wollte, das heißt, wenn er denn wollte. Wenn er denn wollte, ja, aber er wollte ja nicht. So. Er wird nicht gewollt, wie auch immer. Auf jeden Fall ist dieser Krieg also wirklich schlimm und er findet im Westen eigentlich statt in den Medien. Ich sehe gerade, dass bei mir ist die Sonne rausgekommen. Ja, ja, also, Moskau hat Sonnenschein. Ja, sehr Petersburg, gut. Petersburg. Da war er wieder. Genau. So, also auf jeden Fall, der Krieg ist wirklich schlimm. Und nun hat Saudi-Arabien verkündet, sie machen einen einseitigen Waffenstillstand aus humanitären Gründen wegen Corona. Mhm. Und da habe ich dann also da gesessen und habe es erstmal nicht begriffen, wie jetzt. Ne? Also die humanitäre Gründe haben die Saudis die ganzen Jahre nicht interessiert. Und jetzt deswegen machen sie, so, habe ich nicht verstanden, habe ich erstmal nicht so geschrieben, weil ich da vom großen Berg stand. Und dann bin ich eben auf diesen Artikel gestoßen von einem russischen Analysten. Und der hat dann mir die Augen geöffnet, weil es ist eigentlich völlig einfach, hätte ich selbst drauf kommen können. Wie wir gerade gesehen haben, hat Saudi-Arabien gerade massive finanzielle Probleme durch die niedrigen Ölpreise. Der Krieg ist schweineteuer. So, und die Saudis versuchen jetzt einen Weg zu finden, um da rauszukommen. Also, und jetzt zu deiner Frage. Hat Bin Salman sich verschätzt? Ja. Völlig verzockt, weil die Idee war eigentlich, dass dieses arme, rückständige Land Jemen mit so ein paar bekloppten Rebellen, müsste man ja mit diesem riesen Militär, ich glaube zweitgrößter Militärhaushalt der Welt oder drittgrößter nach China, weiß ich jetzt nicht genau, müsste man ja schnell und problemlos besiegen können. Ja, war nicht. Also 2015 haben sie angefangen, jetzt ist 2020, ist nichts mit schneller Sieg. Im Gegenteil. Kostet nur einen Haufen Geld. So, nun sitzt er also da, hat sich verzockt, was den Krieg selbst angeht. Und jetzt kommen finanzielle Probleme dazu. Und Saudi-Arabien muss derzeit seine Reserven anpacken, also seine finanziellen Reserven, seine Devisenreserven, um die ganzen sozialen Wohltaten im Land zu finanzieren. Und da kommt der Krieg überhaupt nicht gelegen. Mhm. Das heißt, eine sehr wahrscheinliche Variante ist tatsächlich, dass Saudi-Arabien eben einfach kein Geld hat. Also schlicht und ergreifend Geldmangel der Grund ist, warum sie jetzt diesen Krieg einstellen wollen. Obwohl sie mit Aramco das erfolgreichste Unternehmen auf der ganzen Welt innehaben. Ja? Also der ja, aber das macht ja im Augenblick gar nicht genug Gewinne. Mhm. Ja, sie brauchen 80 Dollar. Tja. Und wenn die weniger verkaufen, wahrscheinlich sogar mehr. Ich habe gerade gelesen bei dir, dass am Tag der Krieg die Koalition 200 Millionen Dollar kostet. Und wenn man das ist eine Expertenangabe, ist nicht bestätigt, aber es ist ein Expertenschätzung. Nur mal, um eine Hausnummer zu haben, was das heißt, ja, dass da also 200 Millionen am Tag einfach sich verpulvern, da im Sand verschwinden und großes Leid dafür auch noch versorgen. Rechne das mal hoch auf diese Gesamtzeit, wie dieser ganze Konflikt jetzt da schon am Laufen ist, was das für eine Summe ist. Ja gut, das ist ne? Also 200 Millionen am Tag, das sind fast 40 Milliarden im Jahr. Mhm. Kann sich nicht jeder leisten, so einen Krieg. Nicht wirklich, aber ja. Es kommt ja noch was hinzu. Die Saudis haben noch ein anderes Problem. Selbst wenn die Idee mit dem finanziellen Grund nicht ganz stimmen sollte, fand ich auch spannend, ist so ein Nebensatz in dem Artikel, habe ich überprüft, stimmt. Die Saudis lassen ihre Kampfflugzeuge vom BAE Systems aus Großbritannien warten. Aber wegen Corona hat BAE seine Leute abgezogen. Da ist keiner mehr, die die Bomber warten kann. Die können da nicht bombardieren. So, ja, richtig. Blöd. Ja. Blöd. Das Bomben ohne Wartung ist scheiße. Natürlich. Ja, also von daher, die Saudis haben da echt ein Problem. Also die haben jetzt da garantiert keine humanitären Gründe gefunden, weshalb sie den Krieg einstellen, sondern sie haben finanzielle Probleme, technische Probleme. Mhm. Sie können gerade nicht so gut Krieg führen. Mhm. Krasse Nummer. Echt krasse Nummer. Also ich versuche mir das immer vorzustellen, was das für den Jemen bedeutet, auch da dieses Land, sowieso schon eins der ärmsten Länder der Welt, entwicklungstechnisch und von der Infrastruktur und überhaupt vom sozialen Standard. Und dann kommt dann noch so ein Schulhofschläger daher und drückt die alle in den Dreck hinein. Und das seit Jahren. Und es wird bei uns einfach überhaupt nicht aufgenommen. Null und nichtig. Das ist wirklich, also ich finde es so krass, ja. Ja, da gibt es ja mehr. Also ich meine, im Jemen, das Lustige ist, das hat auch keiner berichtet, jemals, hat AP, ich glaube AP war es, Associated Press, hat einen Bericht gemacht, das war schon Ende 18 oder so, haben berichtet, und es wurde nicht widersprochen, dass die USA im Jemenkrieg, die sind ja, mischen ja auch mit, die Al-Qaida unterstützen, weil die Al-Qaida gegen die Rebellen ist. Also es ist, haben die USA auch nicht widersprochen.
Ja, also der große Feind Al-Qaida wird im Jemen von den USA und wahrscheinlich auch von den Saudis unterstützt. Ja. Nebenbei so. Aber hat die deutsche Presse nicht aufgegriffen. Haben sie aber alle gelesen. Die lesen alle AP. Meldung von AP haben sie sonst immer schön fröhlich in ihren Artikeln drin. Die Meldung wollten sie nicht haben. Was würde denn das jetzt bedeuten? Wieder Lückenpresse. Ja. Was würde es denn jetzt für Saudi-Arabien bedeuten, also sowohl was das Ansehen im Land als auch international angeht, wenn die sich jetzt zurückziehen? Also ich lese auch bei dir gerade, Riad versteht sehr gut, dass ein schneller Rückzug aus dem Jemen den Houthis und ihren ausländischen Unterstützern, dem Iran, in die Hände spielt, hat ein Dozent von der Universität in Ottawa gesagt. Also zum einen würden sie natürlich das Gesicht verlieren von der eigenen Bevölkerung, weil das ganze Geld und die ganzen toten Soldaten, es sind ja doch Tausende auch schon gestorben aus Saudi-Arabien, wäre natürlich dann für die Katz gewesen. Ja, es wäre vollkommen sinnlos, wie jeder Krieg sinnlos ist, aber noch sinnloser. Und insgesamt würden sie natürlich nicht besser dastehen dann dadurch. Glaubst du, dass die sich einfach so zurückziehen wegen den Umständen jetzt oder wird das einfach ja, gut, weiter? Die Frage ist, jetzt holen wir wieder weit aus und kommen Spekulative. Wir haben mal besprochen, und das hatten wir vor allem Anfang des Jahres, als dieser iranische General in Bagdad von den USA gesprengt wurde, dass es Friedensfühler zwischen Iran und Saudi-Arabien gibt. Mhm. Hinter den Kulissen verhandeln die über Frieden. Und das Ganze kam in Gang, nachdem Putin gesagt hat, vor seinem Saudi-Arabien-Besuch, dass er versuchen will, die beiden an einen Tisch zu kriegen. So, also vermutlich hat Russland da eine Brücke gebaut und nun gibt es informelle Kanäle zwischen Saudi-Arabien und Iran und die reden miteinander. Fanden die USA nicht gut. Der General, den sie in Bagdad in die Luft gesprengt haben, der hatte ja einen Brief dabei vom Iran an Saudi-Arabien, der über Bagdad gehen sollte. Der wurde mitgesprengt. Also so. Und nun ist es so, man weiß ja nicht, wie die hinter den Kulissen miteinander reden. Ja, ob die sich einigen, wo die sich einigen, wo die stehen. Das kann jetzt ja sein, dass man das Ganze verkauft. Morgen macht man eine Friedenskonferenz im Jemen. Die Rebellen und diese komische Regierung, die da ist, er setzt sich irgendwo an einen Tisch, vielleicht teilen sie das Land, vielleicht kommen sie auch in eine gemeinsame Regierung, was auch immer. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass sich Saudi-Arabien und Iran hinter den Kulissen annähern. Das weiß man nicht, da ist viel Spekulation drin. Aber man kann da ohne Gesichtsverlust raus, weil man das Ganze mit einer Friedenskonferenz garniert. Ja, dann sagt man, ja, jetzt haben wir eine Friedenskonferenz und jetzt ist vorbei und dann tschüss und wir sind raus. Und übrigens alle wieder gute Freunde. Muss man abwarten. Also alles wieder gut. Saudis alles wieder gut und 100.000 ja, Menschen sind tot und das Land. Wir sind alles gut. Ne? Mhm. Wie sagte Volker Fispers, viel Spaß mit dem kaputten Land. Aber gut, kaputtes Land ist besser als Krieg, kann man wieder aufbauen. Mhm. Ne? Also muss man abwarten. Also die Frage ist, die Saudis werden sicherlich nicht einfach, einfach so abziehen und sagen, aus der Spesen nichts gewesen. Das ist tatsächlich zu peinlich. Sie werden versuchen dann irgendwie, und wie gesagt, da brauchen sie den Iran für und vielleicht ist da hinter den Kulissen, dass die Gespräche sind so weit gediegen, weiß man nicht. Oder weil die Saudis unter Druck sind, kommt es jetzt. Ist eben möglich, dass man da eine Friedenskonferenz macht und zack, findet man einen Weg. Und bei dieser Friedenskonferenz werden zwangsläufig Saudi-Arabien und Iran an einem Tisch. Mhm, ja, vielleicht nicht als Freunde, sondern als Gegner, aber an einem Tisch. Mhm. Ich kann mir vorstellen, das würde in den USA keine Begeisterung auslösen. Also es ist, wie gesagt, es schlägt alles mal ein paar Wellen auch drüber hinaus. Mhm. Lass uns doch gleich bei deiner Analyse auch unten im Nahen Osten bleiben. Es gibt noch einen anderen Krisenherd sozusagen, oder was heißt Krisenherd, oder ein Land, das auch nicht zur Ruhe kommt, mehr oder weniger. Und zwar ist es dieser folgende Artikel von dir: OPCW wirft Syrien Einsatz von Chemiewaffen vor. Was steht tatsächlich in dem Bericht? Ich erinnere mich, dass vor einiger Zeit eben dieser Bericht wieder in unseren Medien hochgejubelt worden ist. Seht ihr, ah, guck mal hier, der böse, böse Assad. Wir hatten doch recht, von wegen Lügenpresse und so weiter. Hier, die OPCW hat es ja gesagt. Wie immer ist es einen zweiten Blick wert auf solche Verlautbarungen. Und den hast du mal wieder gemacht, diesen zweiten und dritten und vierten Blick. Was sagt sich denn so über die Organisation zur Verhinderung von Chemiewaffen? Was kann man denn über die Jungs sagen? Zunächst muss man sagen, dass dieser Verein auch zu denen gehört, die inzwischen von den USA gekapert sind, wo die USA also im Grunde über andere Länder das Ding kontrollieren. Also das heißt, sie machen Länder mehr oder weniger von sich abhängig, die dann im Sinne der USA abstimmen. Und so hat die OPCW, wurde ja mal gegründet, nur um tatsächlich einzuhalten und zu überprüfen, halten sich die Länder daran, dass sie keine Chemiewaffen produzieren, lagern und so weiter. Das ist ihr Job. Und jetzt, mehr nicht. Was ist jetzt? Jetzt ist es ein Abmahnverein, oder?
Und jetzt ist es, ja, jetzt ist es plötzlich eine Untersuchungskommission, die alles Mögliche aufklären sollte. Dafür wurden sie nie gemacht. Das wäre eigentlich eine Sache der UNO. Also wenn es einen Vorfall mit Giftgas gibt, wäre es eigentlich die UNO, die solche Sachen aufklären muss, die dann eine Kommission aufstellt und das ermittelt. Und das haben die westlichen Staaten unter Druck der USA der OPCW aufgeheizt. Die soll also jetzt angeblich neutrale Ermittlungen einstellen. Wir erinnern uns an Skripal, wo die OPCW im Boot war und eben auch zu Syrien. Nun wissen wir aber inzwischen, zumindest diejenigen, die nicht nur Mainstream-Medien sehen, dass es bei der OPCW inzwischen sage und schreibe 4 Whistleblower gibt, alleine zu dem Vorfall in Duma, wo ja vielleicht nicht mal ein Giftgasvorfall war. War das letztes Jahr? Vor 2 Jahren? Weiß ich gar nicht mehr. 2 Jahre, glaube ich. Ne? Na, egal. Auf jeden Fall, 2 Jahre ist, glaube ich, schon her. Auf jeden Fall, da gab es in Duma eine große Giftgasgeschichte und im Westen wurde noch berichtet nach dem Motto, oh, wir haben sogar ein Video und, ne, und die, so Weißhelme haben da gefilmt im Krankenhaus, die Opfer. Die Opfer wurden mit Wasser abgespritzt und danach waren sie geheilt. Das ist also sicherlich sehr hilfreich bei Chlorgas. Wenn es die Lunge verätzt, dass du den Kopf gespült kriegst. Sei es drum, also viele Fragen dazu und nun macht die OPCW dazu einen Untersuchungsbericht und 4 Whistleblower, die an dem Bericht gearbeitet haben und teilweise vor Ort waren, werfen der OPCW inzwischen vor, zu lügen, Dinge wegzulassen, den Bericht politisch zu beeinflussen und Druck auf die Experten auszuüben. Wer nur Tagesschau guckt, weiß davon nichts, das wurde im Westen nie erwähnt, in Deutschland. So, und nun haben wir also jetzt den aktuellen OPCW-Bericht zu Vorfällen von 2017, der nun plötzlich angeblich sagt, ja, der Assad war's. So, und die Medien haben das ja vor 10 Tagen oder so, auch kräftig berichtet. Assad, nicht OPCW, gibt Assad die Schuld und jetzt ist alles klar, wir wissen's. Wenn man den Bericht liest und man, wie gesagt, wissen muss, dass die OPCW von den USA kontrolliert wird, dass in den Expertenkommission westliche Experten sitzen, nicht etwa neutrale Experten aus verschiedenen Ländern, westliche Experten. Also man weiß schon relativ gut, was dabei rauskommen soll. Und selbst die haben es wohl nicht geschafft, so viele Beweise zu finden, dass sie wirklich auf Wasser zeigen können mit dem Finger. Im Fazit steht, sie haben Gründe zu der Annahme zu glauben, dass. Klingt sehr sicher, ja. Ja, das ist also so viele Konjunktive in einem Satz habe ich noch nie gehört. Gründe ist zu verrückt. Glauben, zur Annahme, dass. So. Grund zur Annahme zu, also verrückt. So, und das aber, diese Formulierung wird nun in westlichen Medien gehypt als Assad ist schuld, wir wissen es ist bewiesen. Ja, also da gibt es mehr Fragen als Antworten. Warum hat denn eine so pro-westliche Kommission nicht erwiesen, wir wissen, es ist Assad? Nee, haben sie nicht. Sie haben Gründe zur Annahme zu glauben, dass es Assad gewesen sein könnte. So, also, ne? Ist jetzt keine Aussage, die vor irgendeinem Gericht, also stell dir vor, ein Gutachter kommt und sagt, ich habe Gründe zur Annahme zu glauben, dass der Täter vielleicht was damit zu tun hat. Sagt der Richter, schön, dass Sie da waren. Ja, dann holen Sie sich Ihre Reisekosten unter der Kasse ab, kommen Sie nicht wieder. Also so eine Expertenkommission kann man sich schenken. Aber wie gesagt, es geht ja immer um Propaganda, siehe Instex, ne? Wertloses Instrument, aber die EU benutzt es als Feigenblatt für die Medien. Wir kämpfen für das Abkommen. So auch hier, wir haben einen Bericht, in dem im Grunde nur drinsteht, dass man Annahme zur Glauben hätte, das irgendwie und so weiter. Aber die Medien nehmen es auf und sagen, die OPCW hat einen Bericht und ist der Meinung, es war Assad. So, Qualität des Journalismus. Und ich habe mir das Abkommen, wie gesagt, angeguckt. Das Fazit reicht völlig, um zu verstehen, was da drinsteht. Was mir gerade so bewusst wird, dass diese Themen, die uns ja tagtäglich, Wochen und Jahre lang um die Ohren geschlagen worden sind, komplett erstarrt sind. Es gibt eigentlich nichts anderes mehr wie dieses leidige Thema. Ich nehm den Namen gar nicht mehr in den Mund, so das Unaussprechliche sozusagen. Das ist der Krone. Genau, den Namen, den wir nicht sagen werden, Harry Potter-mäßig. Ja. Und es findet nichts statt in Sachen Berichterstattung über all diese politischen Verwerfungen auf der ganzen Welt. Der Nahe Osten ist nach wie vor ein riesiges Chaos. Die ganzen Länder, Libyen, Syrien, Irak, das sind eigentlich alles gescheiterte Staaten, mehr oder weniger, die von irgendwelchen dubiosen Kräften im Hintergrund weiter manipuliert werden. Und es dringt nichts zu uns durch, wo ich mich dann echt auch frage, so, wie ist es eigentlich in Nicht-C-Zeiten? Ja, so. Ganz komisch gerade dieser Gedanke.
Ja, es ist, wie gesagt, ich habe das ja gesagt am Anfang, es ist wirklich schwer im Augenblick überhaupt Meldungen zu finden. Also wie gesagt, ich habe so meine Standardmedien, die ich jeden Tag lese, wo ich die Themen finde, auch gerade die in Deutschland nicht berichtet werden. Und das sind zum Teil eben auch Nachrichtenagenturen, so eine Sparte internationale Politik. Da kannst du dann lesen, nicht? Also Sachen, in Burkina Faso wurde eine neue Regierung gewählt, will kein Mensch wissen, aber da steht's. Und dann hast du also wirklich teilweise, ich habe da teilweise eine Stunde nur gebraucht, um die ganzen Überschriften zu lesen und das anzuklicken, was interessant sein könnte, weil so viel Meldung war. Dauert das heute noch 5 Minuten, dann habe ich die Tagesmeldung durch. Da kommen pro Stunde zwei, maximal drei Meldungen. Ja, weiß ich, in Abchasien wurde jetzt auch eine Regierung gewählt oder so. Weiß ich noch, wo Abchasien liegt? Ich weiß es, aber weißt du es? Die haben eine neue Regierung, so zur Info. Ja, also es ist nichts mehr, es gibt keine Nachrichten mehr im Moment. Wohl auch, weil die ganzen freundlichen Politiker andere Sorgen haben, teilweise in Quarantäne sitzen. Keine Ahnung. Ja, es gibt ja auch die Leute, die jetzt sagen, da ist eine große Verschwörung im Gang. Da müsste man die Nachrichten ja finden, zumindest irgendwas, was darauf hindeutet. Nicht mal da, nichts, gar nichts. Also es ist wirklich einfach nur völlige Ruhe. Ganz, ganz komisch. Also es ist wirklich auch schwer, im Augenblick Themen zu finden. Deshalb ich habe in besten Zeiten 8 Artikel am Tag geschrieben. Im Augenblick komme ich auf 2 bis 4, weil ich ja noch nicht mehr was aus den Fingern saugen will, aber es ist einfach nicht mehr da im Moment. Die Interpretation dieses ganzen C-Dings, das machen wir jetzt nicht, weil da gehen wir nämlich diametral auseinander. Das haben wir neulich schon festgestellt. Wir werden in naher Zukunft feststellen, wer von uns beiden recht liegt. Ich erkenne eine Tendenz, aber das tust du eben auch. Das ist aber nicht Thema unseres heutigen Gesprächs, sondern wir wollen gucken, was eben auf der Welt noch passiert. Und wenn ich dann deine Artikel eben durchblätter, dann sehe ich eben, die Welt dreht sich trotzdem weiter mit den ganzen Geschehnissen, die vorher auch schon da waren, wie zum Beispiel in der Ukraine, das ja bei uns auch vollkommen hinten runterfällt. Ukraine wurde jahrelang hochgechäst, wirklich so, Ukraine, Ukraine, und die waren hier, und der Poroschenko war, glaube ich, 5-mal bei der Merkel insgesamt. Der ist da, der hat da fast ein Zelt aufgeschlagen schon in Berlin. Und jetzt irgendwie das große Schweigen im Walde. Aber trotzdem, ich blende es gerade nochmal ein, Thomas. In der Ukraine ist also wirklich gar nichts toll geworden, überhaupt nicht. Da gibt es eine riesige Dauerkrise, die Staatspleite steht mehr oder weniger bevor, mit dem IWF ist man sich quergelegen, und jetzt kommt auch noch diese große Krise dazu. Also ein Land, das mehr oder weniger vorher schon am Boden lag und jetzt natürlich noch mehr zum Straucheln kommt. Wird denn dieser drohende Staatsbankrott in der Ukraine jetzt immer realistischer? Das Oder ist eine sind sie gute vielleicht Frage. sogar schon komplett am Ende? Bankrott sind sie schon lange. Wenn der IWF nicht wäre und die EU, dann wären sie schon lange fertig. Also die können ja aus eigener Kraft nicht mal ihren Haushalt bedienen. Die brauchen ja laufend Geld. So, die Frage ist jetzt folgende. Da hängen jetzt ganz viele Dinge zusammen. Also, aber das ist im Grunde, läuft das alles auf das hinaus. Wir haben ja in der Ukraine vor einem Jahr Wahlen gehabt. Selenskyj hat gewonnen die Wahl. Dann hat er das Parlament aufgelöst. Dann hatten wir im August oder was, Neuwahlen zum Parlament, und nun haben wir also ein neues Parlament auch in der Ukraine, und Selenskyj könnte jetzt regieren. Dann hat er dann, was war es, August, September hat er eine Regierung ernannt mit einem sehr zweifelhaften Premierminister, aber den Namen brauchen wir uns nicht merken, der war keine 6 Monate im Amt, dann ist er wieder geflogen. Mit einigen Schlüsselministern, jetzt gibt es einen neuen Premierminister, ein unglaublich qualifizierter Mensch, der hat vorher ein Stromkraftwerk in einer 15.000-Menschen-Stadt geleitet, also der hat sicherlich echt Qualifikationen mitgebracht. Der hat auch, ich glaube, ich habe das nicht mehr im Kopf. Der hat also jedes Jahr einen neuen Job gehabt. Also aber gut, ist jetzt Premierminister. Selenskyj scheint also auch keine so tolle Personaldecke mehr zu haben, dass er solche Leute nehmen muss. Scheiße. So, und nun ist Folgendes: Also die Ukraine hat keine laufende, funktionierende Regierung. Da wird laufend was umgebaut. Und gleichzeitig braucht die Ukraine Geld. Und der IWF hat 2 Bedingungen gestellt, damit die Ukraine neue Kredite kriegt. Bedingung 1. Dass die landwirtschaftlichen Flächen müssen endlich privatisiert werden. Ne, die Ukraine, wir hatten das schon mal als Thema, hat Schwarzerde. Schwarzerde ist das fruchtbarste Land der Welt. Da hat die Ukraine unglaublich viel von. Heißt doch auch die Kornkammer Europas, hat es doch Genau so ist es. So, geheißen. und das Land wollen die Lebensmittelkonzerne haben. Die wollen dahin. Und nun hat der IWF gesagt: Wunderbar, Ukraine, wenn ihr Geld wollt, müsst ihr das aber jetzt endlich mal privatisieren. Hat dann die Ukraine gesagt, ja, das können wir machen, haben dann ein Gesetz eingebracht. Aber das Thema ist in der Ukraine hochkontrovers. Selbst die Abgeordneten von Selenskyj sind dagegen. Es gab auch Proteste im Land.
Und dann haben sie das Gesetz geändert und gesagt, ja, privatisieren geht, aber nur an Inländer. So, das Gesetz war auch noch nicht durchzukriegen. Und dann ist es passiert, dass Selenskyj, also seine eigene Fraktion hat nicht auf ihn gehört, dann musste Selenskyj, man beachte das, mit Poroschenko zusammen, also mit seinen Resten seiner Fraktion und zusammen mit Poroschenko das Gesetz, hatten sie dann eine Mehrheit für das Gesetz, nur damit der IWF hinterher sagen konnte, ja, April, April, das war aber nicht das, was abgesprochen war, wie jetzt mit Ausländern. Ja, also völlig wild. Das zweite Thema, was dann spielt, ist die Bankengeschichte. Der IWF hat ganz klar die Anweisung gegeben, die Ukraine muss ein Bankengesetz verabschieden. Das ist im Grunde ein Anti-Kolomoyski-Gesetz. Oligarch Kolomoyski hatte eine Bank, da gab es Unregelmäßigkeiten, da ist Geld rausgezogen worden ohne Ende. Die Bank war pleite, sie wurde dann unter Poroschenko verstaatlicht. Die Ukraine musste ganz viele Einleger entschädigen. Kolomoyski ist nach Israel geflohen, weil er sich nicht verhaften lassen wollte in der Ukraine. Hat aber da noch ein Medienimperium gehabt. Und dieses Medienimperium war der Stein, auf dem Selenskyj stand, sein Sprungbrett ins Präsidentenamt. Das heißt, Selenskyj hing da an Kolomoyski. So, ohne diesen Fernsehsender hätte den kein Mensch gekannt. Und nun ist es also so, dass Kolomoyski seine Bank jetzt zurückhaben möchte. Und da sagt die IWF nein. Das heißt, das zweite Gesetz, was sie in der Ukraine durchpeitschen mussten, war ein Gesetz, das diese Rückgabe der Bank von Kolomoyski verbietet. Was Kolomoyski nicht glücklich macht. Und der hat jetzt, das ist ganz lustig, der hat einen lustigen Trick gefunden, wie er das Gesetz verhindern kann. Und zwar hat, Ukraine ist ja korrupt, der hat also auch ganz viele Abgeordnete in der Tasche aus verschiedenen Parteien, denen er mal den Wahlkampf finanziert hat und vor allem natürlich aus der Selenskyj-Partei auch. So, und nun hat er Folgendes gemacht. Er hat über diese Abgeordneten 16.000 Änderungsanträge für das Gesetz eingebracht. Und laut Geschäftsordnung des ukrainischen Parlaments müssen die Änderungsanträge alle an einem Tag in einer Sitzung diskutiert und abgestimmt werden, einzeln. So, viel Spaß beim Diskutieren und Abstimmen über 16.000 Punkte. Also das Gesetz ist erstmal blockiert durch Verfahrensregeln. Also das heißt, es sieht schlecht aus mit Geld vom IWF. Jetzt ist die Frage, kriegt Selenskyj das geregelt? Nur man kann ja die Geschäftsregeln im Parlament ändern und sagen, wir stimmen das alles in einem Rutsch ab. Er kann das Gesetz über die Landreform nochmal nachbessern. Es ist ja noch, er kann es ja machen, vielleicht kriegt er es hin. Aber was passiert jetzt? Kriegt er es hin, das nachzubessern? Oder gibt die IWF trotzdem Geld, auch wenn es nicht nachgebessert ist? Ja, wir erinnern uns am IWF, der ist in der Hand der USA. Wenn die USA sagen, die Ukraine ist so wichtig, dass wir sogar unter diesen Umständen Geld geben, dann kriegt die Ukraine ja Geld, obwohl sie die Bedingungen des IWF nicht erfüllt hat, ändert der IWF eben seine Bedingungen. Wenn aber der IWF jetzt, wenn aber die Interessen an diesen Dingern so groß sind, dass die USA sagen, nein, dann kriegt die Ukraine kein Geld und geht pleite. Welche Folgen hat das dann? Also ist ein ganz heißes Thema. Wie gesagt, diese ganzen Themen, politische Krise, IWF, Bankrott, das ist alles im Grunde eine Suppe. Und es sind alles nur verschiedene Zutaten für die Suppe. Aber die machen das eben so furchtbar kompliziert. Und das Land, wie gesagt, ist, ja, die Verarmung ist da schrecklich. Sie hatten zwei staatliche Minister, also da war eine Gesundheitsministerin aus den USA mit ukrainischem Pass, die hat in der Ukraine das Gesundheitssystem verändert. Also die war Gesundheitsministerin, die hat die gesamte epidemiologische Abteilung, also die ganzen Epidemieschutz hat die abgeschafft, um Geld zu sparen. Haha, ist ja jetzt super. Was jetzt in der C-Zeit natürlich richtig gut kommt. Haben Also ist ein lustiges Land im Moment. Also wie gesagt, es ist schlimm, weil ich habe da Freunde und ich kann da nur mit schwarzem Humor drüber lachen. Wie ist denn die Stimmung Aber gegenüber Zelensky? Letztes Jahr war ja Aufbruchstimmung, juhu, der junge Kennedy sozusagen, Hoffnung für das Land. Nach einem Jahr Katzenjammer. Ja, also gut, es geht ja nie über Nacht, aber seine Zustimmungsraten sind gefallen von, was ist er gewählt worden, 73%, inzwischen auf unter 50. Also der hat in einem Jahr 25% Zustimmungsraten verloren Ja, ich oder ein meine, Drittel seiner Anhänger. Reformen brauchen Zeit und nicht jeder ist sofort einverstanden. 50 Er hat ja Prozent keine Reform gemacht bisher. ist nicht schlecht. Aber er hat ja nichts gemacht. was ist so die Stimmung? Weißt du, so hasst man ihn mittlerweile? Man erkennt, er ist doch nur eine Strohpuppe mit den Fäden im Hintergrund. Schwer zu sagen. Die Ukraine ist ja ein ausgesprochen nicht einheitliches Land. Im Westen der Ukraine sind, ne, ich sag mal, ethnische Ukrainer, da wird ukrainisch gesprochen und da sind viele, viele Nationalisten.
Westen ist, der Westen der Ukraine ist der Hochburg der Nationalisten, die im Osten der Ukraine den Krieg führen wollen. Da war Selenskyj nie beliebt. Da haben sie Poroschenko gewählt. In der Zentralukraine und weiter im Osten hat Selenskyj seine Stimmen gehabt. Wie glücklich da jetzt mit ihm sind, ist schwer zu sagen. Ich kann eben nur sagen, dass seine Zustimmungswerte relativ schnell in den Keller gehen. Und er hat ja de facto auch noch nichts gerissen. Also er hat ja die drei Themen, ne, Bankenreform, also Anti-Kolomoyski-Gesetz, Landreform, unpopuläres Thema, kostet die Beliebtheit. Und drittens den Krieg im Osten, wo er ja einen Frieden versprochen hat. Was da bis hat jetzt er, nicht passiert ist, ja. Gut, er hat es immerhin geschafft, dass man sich einmal Anfang Dezember im Normandie-Format getroffen hat. Jetzt müsste eigentlich, ne, Ende März, Anfang April hätte ein neues Treffen stattfinden sollen. War nicht, also bisher. Es gibt zwar Gespräche, das ist irgendwann vielleicht per Videokonferenz oder so, aber man hat ja nicht wirklich viel erreicht. Also die Sachen, die im Dezember besprochen wurden, die umgesetzt werden müssen zum nächsten Treffen, da ist noch nicht alles umgesetzt. Also der ganze Gefangenenaustausch hakt, die weitere Entflechtung der Truppen hakt. Also da hat er auch nicht viel erreicht. Also Selenskyj kann bisher auf der Habenseite nicht viel verbuchen. Also genau genommen nichts. Mir ist gerade eingefallen, dass wir vorhin noch über einen Artikel von dir gesprochen haben. Da ging es darum, dass die Ereignisse des Maidan aufgearbeitet werden sollen oder wurden. Hast du da noch eine Randinfo, wie weit es da ausschaut mittlerweile? Da wurde nichts aufgearbeitet. Ich meine, es ist ja so, wie gesagt, ich habe dieses Buch über die Ukraine-Krise geschrieben und schon da drin habe ich zitiert die Berichte des UNHCR. Das UNHCR macht mehrmals im Jahr, ich glaube zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr, weiß ich gar nicht, gibt es einen Menschenrechtsbericht über die Ukraine raus. Und da gibt es inzwischen, glaube ich, 30 Stück von. Und in all den Berichten, da kannst du nehmen, welchen du willst, steht immer drin, dass die ukrainische Regierung die Aufklärung der Todesschüsse von Maidan behindert, verschleiert, jedes Mal ein bisschen anders formuliert, aber jedenfalls nie was Positives. Das Gleiche steht auch für die Tragödie von Odessa drin, wo ja fast über 40 Menschen verbrannt wurden von Maidan-Anhängern. Auch da findet keine Aufklärung statt. So, und nun ist es so, dass der außerdem, das ist für die Todesschüsse bei Maidan wichtig, da gibt es ja noch ein Amnestiegesetz. Kaum war die Maidan-Regierung am Ruder im Februar 2014, haben die als erstes ein Amnestiegesetz gemacht und sich von allen Verbrechen, die sie im Zuge des Maidan gemacht haben, freigesprochen. Das heißt, du kannst gar nicht ermitteln bei den Todesschüssen von Maidan, wenn da jetzt vielleicht Maidan-Anhänger drin waren, weil die haben ja eine Amnestie. Die kannst du gar nicht anfassen. Da darfst du auch nicht ermitteln. So, und das kritisiert die UNO, das UNHCR. Und da gibt es jetzt wieder einen aktuellen Bericht. Den habe ich mal analysiert, habe ich dann drüber geschrieben, was da eigentlich drinsteht, was vorgeworfen wird. Da steht eben drin, ja, ne, Todesschüsse von Maidan wird nicht ermittelt, Tragödie von Odessa wird nicht ermittelt, wird verschleiert, wird vertuscht, Amnestiegesetz wird gefordert, sollte aufgehoben werden, damit man überhaupt ermitteln kann. Dann steht drin, Ukraine wird gefoltert, es gibt Geheimgefängnisse, Foltergefängnisse und so weiter, steht im UNHCR-Bericht drin. Wird sogar genannt, wo. Sie haben Zeugen, die da waren, es ist alles da. In den Medien nichts. Und dann habe ich mir extra den Spaß gemacht und habe dann eben die wichtigsten Punkte aufgezählt, die das UNHCR in Kiew zu kritisieren hat. Und das sind, wie gesagt, Foltergefängnisse, Verschleierung der Ermittlungen, und so weiter und so fort. Gar nicht zu reden von all dem, was so im Westen populär ist, wie Gleichberechtigung, Gender und so weiter. Ne? Also mit Gender ist da ganz schlecht. Mit irgendwelchen Gay-Pride-Paraden ist das ganz übel in der Ukraine. Die kriegen aufs Maul, auf Deutsch gesagt. Und so weiter. Steht alles drin. Und kein Wort. Lückenpresse. Ja. Und dann habe ich eben, weil ja immer gesagt wird, auf der Krim ist das so schlimm, habe ich die drei Punkte, die das UNHCR in der Krim zu kritisieren hat, auch mal aufgezählt, weil da sind es nur drei. Das passt ja auf zwei Seiten von den fast 30. Der Rest ist Kiew. So, und da ist also auf der Krim haben sie im Grunde nichts zu meckern. Also da waren irgendwie zwei Kleinigkeiten, wobei die eine wieder eigentlich eine Kritik an Kiew war, aber das um die Reisefreiheit der Ukraine auf die Krim ging. Also, ja, aber wie gesagt, Lückenpresse, die Berichte finden nicht statt in den westlichen Medien und sie sind sehr interessant zu lesen und sie passen nicht zu dem, was man Spiegel, Tagesschau, Süddeutsche, FAZ und so weiter so berichten hört. Herr Kleber, Sie haben doch gar Zeit.
Ich hatte ja damals gehofft, im Zeichen des Maidan, dass es einen gewissen Aufwachprozess seitens der noch nicht so ganz informierten Bürger gibt, gerade bei uns in Deutschland. Es war ja doch die Zeit der Mahnwachen und Montagsdemos und so weiter. Ich habe meinen Enthusiasmus diesbezüglich auf ein realistisches Maß herunterschrauben müssen, indem ich gemerkt habe, da ist also nicht wirklich viel angekommen. Es sind schon einige mehr geworden, auch durch unsere Arbeit oder halt durch viele andere Kollegen. Auch die ganzen alternativen Medien haben das damals natürlich auch ganz schön aufgenommen. Aber mir tut dieses Land so leid, wirklich zu sehen, wenn man jetzt als laienhafter Analyst, wie ich das jetzt mache, dich würde ich als Profi bezeichnen, ich so, ja, du bist Champions League, ich bin Bundesliga, sagen wir es mal so, ja, okay. Wenn wir Analysten, jeder hat seine Themen, wo du viel besser bist als ich. Nicht, ne? Jeder hat ich wollte es nicht niedriger und höher machen, wie es ist, aber so, wenn wir halt das Ganze versuchen zu analysieren mit dem, was wir haben, dann ist das so ein Trauerspiel, wirklich, dass man das mit eigenen Augen sehen muss, wie ein Land absichtlich gegen die Wand gefahren wird und instrumentalisiert wird im großen geopolitischen Spiel und kein Mensch hat wirklich so den, oder die wenigsten Nachbarn von mir und Kollegen und sonst irgendwas, also jetzt andere Gegenden. Ich frage mich immer, was uns so unterscheidet dann da eben bei diesem Erkenntnisprozess, warum wir in dem Moment anders denken. Das führt uns jetzt gerade weg von der ganzen Unterhaltung, aber das ist ein Gedanke, der gerade hochpoppt. Warum interessiere ich mich für 11. September? Wieso gucke ich kritisch nach beim Klimawandel? Wieso frage ich, was ist beim Maidan eigentlich passiert, während es um mich herum so gut wie niemand interessiert, ja, dieses Kritische. Ich habe da noch keine Lösung gefunden. Ja. Ist ja Berufsbild, ne? Wir machen es beruflich und der andere, wir haben das Thema immer wieder gehabt, der hat seinen 8-Stunden-Job, der hat Frau und Kinder, der hat vielleicht ein Hobby, muss zum Sport, hat sonst was, der hat kaum Zeit. Und der guckt dann, wie Daniele Ganser sagt, dann abends die Tagesschau noch mit dem Bier in der Hand halt besoffen. Also wann denn? So, aber ich denke schon, also wenn man hier die Umfragen verfolgt, es geht natürlich viel langsamer, als wir es gerne hätten. Aber ich denke, der Aufwachprozess ist schon da. Also ich sehe, die Ukraine hat schon bei vielen Menschen zum Nachdenken geführt. Das habe ich bei ganz vielen, also ich kriege immer wieder Mails von Leuten, die mir schreiben, bei Ihnen war der Schlüsselpunkt die Ukraine, war ja bei mir auch so. Und auch die Verkaufszahl von meinem Buch in der Ukraine, also ne, mein Verleger wollte das Buch lange nicht machen, weil er dachte, interessiert kein Schwein, das ist 5 Jahre her. Im Gegenteil, das ist kein Bestseller, aber es ist ein Dauerseller. Es wird ständig bestellt und gekauft, weil das da wohl ein Thema ist, das viele Leute berührt, obwohl es eben nicht mehr aktuell ist. Und ich glaube, die Ukraine war ein wichtiger Baustein. Mhm. Syrien hätte auch so einer sein können, ist es nicht geworden. Aber wie gesagt, die Medien tun ja auch ihr Bestes, damit es so bleibt. Also sie berichten entweder gar nicht und wenn, dann machen sie Russland böse. Aber wer in Deutschland weiß eigentlich, wo die Ukraine ist und wer war schon mal da? Ja, Ukraine hat wunderschöne Städte. Ukraine ist ein billiges Urlaubsland. Ja, man kann da, die Schwarzmeerstrände sind toll. Warum fährt da keiner hin? Könnte man ja machen. Ne? Also so an den Schwarzmeerständen als Tourist, dir geht es sicherlich gut da. Es ist billig. Die Menschen, die Ukrainer sind unglaublich herzige, offene, gastfreundliche Menschen. So, ne? Könnte man ja mehr berichten. Reiseberichte Ukraine mehr bringen oder so, da würden Leute hinfahren. Aber es ist auch nicht gewollt. Mhm. Weil, ne? Wenn du jetzt dahin fährst und dann bist du im falschen Tag da und siehst einen Fackelmarsch, wo die mit Hakenkreuzflaggen durch die Stadt ziehen, die Nationalisten, das muss der Deutsche nicht sehen. Mhm. Der dann nach Hause kommt, davon erzählt. Der Kleber sieht sowas auch nicht. Ja, nicht mal, wenn er es in seinen Beiträgen gezeigt hat. Nee, das war jetzt gerade ein Gedanke, den ich so hatte, was ich mich auch oft frage, wo wir auch intern oft drüber sprechen, warum machen wir das, was wir machen? Und ich mache das ja nicht aus Berufswegen, sondern ich interessiere mich für diese Dinge und plötzlich ist es mein Beruf geworden, weißt du so. Ja, mir auch. Ja, das hat sich ja einfach so ergeben, dass ich da einfach nicht wegschauen kann. Ich kann auch nicht wegschauen, zum Beispiel wie bei dem einen Artikel von dir, wo du auch aufgeworfen hast. Hier, Niederlande haben 70 Zivilisten bei Bombardierung einer Stadt im Irak getötet. Also ich hätte das gar nicht gefunden, wenn ich das bei dir jetzt nicht auf der Seite entdeckt hätte. Weil zurzeit sowieso, wir machen ja 1000 andere Berichte. Aber wieso geht so etwas unter? Es ist ein Unding. Jetzt überleg mal in Deutschland beim Breitscheidplatz, da waren 12 Menschen die Opfer oder der ganze NSU-Vorfall, was für Opferzahlen es da gibt. Und dann ist so eine Zahl wie hier 70 Menschen, Zivilisten, unschuldig bei einer Bombardierung zu Tode gekommen. Es ist nicht mal eine Randnotiz wert. Es war keine wert, als es passiert ist und es war keine wert, als es jetzt rauskommt. Also es geht um einen Vorfall, ich erinnere mich gerade, ich war das 2015, ja im Juni 2015
haben die Niederländer, die am Irak wo mitkämpfen, haben die Niederländer dort eine Stadt oder ein Dorf bombardiert. Warum auch immer. Es ist ja wie der Vorfall in Afghanistan, ne, mit dem deutschen Oberst, der da den Tanker hat bombardieren lassen. Oberst Klein, die ist, ja, in Deutschland mal aufgepoppt, will heute kein Mensch mehr wissen. Und sowas war es eben auch in Irak, wo die Niederländer ein Dorf bombardiert haben. Das ist ziemlich platt gemacht, gab 70 Tote. So. Und das sollte dann auch keiner so genau erfahren, auch in den Niederlanden nicht. Und zuerst wurde es dann bestritten, nach dem Motto, sie haben Terroristen weggebombt. Dann war es nicht mehr zu bestreiten, dass Zivilisten waren. Dann haben sie gesagt, wir wissen davon nichts und die USA geben uns keine Informationen und wir haben nichts. Also so nach dem Motto, wir wissen es nicht. So. Und nun ist es eben tatsächlich unbestreitbar geworden, weil inzwischen die Verteidigungsministerin, das Ministerin von Niederlanden, das zugeben musste. Ja, sie meinte vorher, hat sie immer gesagt, wir wussten es nicht so genau und wir hatten, ne, wie war das im Zitat, keine endgültigen Daten über die Opfer des Luftangriffs von den USA bekommen. Völliger Quatsch. Also, aber egal, es gab jeweils Druck von Journalisten, von Parlamentariern. Die Sache ist in den Niederlanden jetzt unbestritten, sie ist offiziell zugegeben, ein Kriegsverbrechen, 70 Tote, 70 unschuldige Zivilisten weggebombt von einem Land der europäischen Wertegemeinschaft. Die deutschen Medien fanden es nicht berichtenswert. Ich weiß nicht, wie es in den Niederlanden ist, ob das ein großes Thema ist. Ist wahrscheinlich wie der Tanklaster von dem deutschen Oberst auch nur sehr kurz in den Medien gewesen. Wo war das? Kunduz, oder? Ist unbestritten. Das war Kunduz. Ja, Kunduz, gell? Ja. Aber wie gesagt, es ist unbestritten. Jetzt müsste eigentlich der Aufschrei kommen. Man stelle sich vor, Russland, es würde rauskommen, Russland müsste zugeben, es hat irgendwo in Syrien 70 Zivilisten weggesprengt. Da wäre eine Woche in den Schlagzeilen in Deutschland. Ne? Niederlande, ist erwiesen und sie haben es 5 Jahre versucht zu vertuschen. Interessiert keinen Spaß. So, das ist, wie gesagt, ne, wieder, darum sage ich es immer wieder, Lückenpresse ist das eigentlich gefährlich. Ja, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja nur eine Erfindung von irgendwelchen neu rechtsesoterischen Querfront-Esoterikern. Das gibt es ja alles super. Gar nicht. Nee, aber es ist verrückt. Also, ne, die Geschichte, wie gesagt, ist unbestritten. In den Niederlanden gibt es Meldungen. Wo habe ich es wieder her? Von den Russen. Ne? Weil die zitieren dann fröhlich die Niederländer und sagen, jetzt habt ihr es zugegeben, wo ist jetzt die Reaktion? Wird jetzt jemand bestraft? Kommt mal jemand vor Gericht? Nö. Du kannst als Soldat, als westlicher Soldat, kannst du den Befehl geben oder auch selber das tun. Du kannst Zivilisten umbringen, dir passiert nichts. Siehe WikiLeaks, ne? Wen haben sie bestraft? Assange jagen sie wie Wilden. Haben sie denn die Leute bestraft, die Soldaten, die da im Irak die Kriegsverbrechen begangen haben? Nicht wirklich. So, das Gleiche sind wir jetzt in den Niederlanden, das gleiche Spiel, 70 Tote, keiner will es gewesen sein und bestraft wird auch keiner. Dumm gelaufen. Ja. Spannende Zeiten, wirklich spannende Zeiten. Ich versuche immer irgendwie noch so das so ein bisschen, ach, das wird schon wieder und kriegt man schon hin. Fällt mir in der jetzigen Zeit echt schwer, weißt du, so meine innere grundpositive Haltung zum Leben aufrechtzuerhalten, dass das alles einem größeren Kontext einzuordnen ist und unser Leben einen Sinn ergibt. Also momentan bin ich da mit meiner inneren Einstellung ganz schön am Kämpfen, wenn man die Welt beobachtet, wie sie ist. Und ich habe hier Google News auf der einen Seite als Reiter noch aufgemacht. Ich blende nur mal kurz ein Google News, was da drin steht. Also Länderupdate, Corona, Kontaktverbot, Corona, Wiederöffnung, 4. Mai. Corona, Marineschiffbau. Und dann kommt zwischendurch mal, Olli Pocher hat Stress mit irgendjemand. Ich so, oh Gott sei Dank, endlich mal keine, weißt du, dann denke ich so. Endlich mal Olli Pocher, ja. Pocher, was sehen wir ohne dich? Ja, weißt du, so, es ist so eine bizarre Zeit. Oder das mit Condor jetzt, weißt du, die hatten ja gedacht, dass jetzt die Polen das übernehmen, das ist jetzt auch vom Tisch, jetzt die ganze Condor liegt brach und so weiter. Ach, ich weiß auch nicht. Thomas, ich hoffe sehr, dass wir in 2 Wochen wieder eine Sendung machen können, obwohl wir alle nicht wissen, was bis dahin schon wieder passiert. Weil wir keine Sendung machen können? Ja, solange das Internet geht, solange wir elektronisch miteinander verknüpft sind, wird uns das nicht abhalten. Ich meine nur, wie schnell die Ereignisse sich halt entwickeln innerhalb der letzten Zeit. Überleg mal, was Anfang März für eine Situation war. Ich habe übrigens einen Vorschlag, fällt mir gerade, haben wir nicht abgesprochen. Das ist jetzt, ich überfall dich, hatte ich vor, aber haben wir nicht abgesprochen. Wir hatten ja einen Leser, der eine Themenliste hatte, aber die war ein bisschen veraltet, deshalb haben wir sie nicht genommen. Wir können ja hier mal die Leser oder die Zuschauer auffordern,
weil es mit den Themen gerade ein bisschen dünn ist und wir nicht jedes Mal Ukraine und so weiter, Syrien wiederholen wollen. Es gibt wahrscheinlich jetzt auch nicht so viele Nachrichten demnächst. Wie wäre es mal mit Fragen? Themen einschicken. Schreibt Fragen, ja. Schreibt Fragen in die Kommentare. Wir versprechen nicht, dass wir alle aufnehmen, aber wir können ja mal eine schöne Sendung mit Fragen machen. Gute Idee. Ja, so der Bürgerjournalist, ja, die Bürgerchefredakteure. Ja, also, wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Themen, schreibt die rein und wir versuchen die dann in der nächsten Sendung mal abzuarbeiten, wenn jetzt nichts irgendwie ganz Wildes passiert. Gute Idee. Damit ja, die hatte ich schon ein paar Tagen, aber da konnte ich die nicht erreichen und jetzt fällt es mir gerade siedend heiß wieder ein. Lass uns das doch machen. Also dann sage ich hier auch nochmal, schickt uns eure Fragen, Themen, die euch wirklich unter den Nägeln brennen, die jetzt nicht unbedingt coronamäßig verhaftet sind. Nein, sondern Kein Corona. Das ist die Bedingung. Wir versuchen, die Corona-freie Zone hier bei Tacheles aufrechtzuerhalten, so gut wie es geht. Corona machen genug andere, müssen wir nicht auch noch machen. In diesem Sinn, Thomas, ich danke dir für deine Zeit, für deine Analysen. Ich hoffe wieder, dass viele Leute auf deine Seite klicken und dadurch wieder mehr lernen. Und euch sage ich herzliches Dank beim Zuschauen und wir wünschen euch alles Gute in dieser wirklich komplexen und schwierigen Zeit. Aber versucht einfach das Beste draus zu machen. Vielleicht gibt es ja doch ein bisschen Sonnenschein an der einen oder anderen Ecke. Und in diesem Sinn, macht es gut, wir sind raus. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder bei Tacheles. Bis dann, ciao.